So, guckt euch das mal an hier. Ach, oh ja. Ah, das hat sich doch schon wieder dicke gelohnt. So, Freunde, das ist das erste Signal. Ein 76er, also ziemlich guter Leitwert. Und ich bin gespannt, was das erste Signal für heute so bringt. Gut, ist draußen. Okay, eine Patronenhülse. Na gut, ist wenigstens abgeschlagen schon, deswegen nehme ich die mit, pack's in den Müll. Nicht der spektakulärste Fund, aber der erste immerhin. Okay, jetzt sind die nächsten Signale. Erstmal das kleinere hier. Upsala. Ach, ist direkt an der Wurzel wahrscheinlich. Okay. Na, wo ist es? Da. Okay, das scheint mir Müll zu sein. Aber hier ist noch ein Signal. Uiuiui. Das klingt mir etwas groß und doll. Und na gut, mal gucken. Wird vielleicht einfach nur ein Stück Dose sein. Wir werden es gleich sehen. Oh, das sieht mir nicht nach irgendeiner Dose aus. Was ist das denn? Schöne Ornamentierung auf jeden Fall. Puh, keine Ahnung. Ah, ihr kriegt natürlich ein Bild. Und wenn ihr es besser wisst als ich, dann könnt ihr es natürlich auch in die Kommentare schreiben. Aber vorher gucken wir uns einfach mal das zweite Stück davon noch an. Was ich stark annehme, hier noch, dass hier noch drin liegt. Würde mich wundern, wenn nicht. Das ist nämlich das gleiche Signal. Ja. Zweites Stück. Das auch nochmal raus. Da. So. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Dann haben wir das nächste starke Signal in diesem. Ah, das ist doch schon. Oh. Cool. Das scheint dazu zu gehören, oder? Vielleicht waren es Kerzenständer oder sowas. War eigentlich komisch. Hm, aber schön verziert. Da kann man echt nicht meckern. Nicht schlecht. Ich glaube, ich bin hier mitten ins Gestrüpp gelaufen. Habe jetzt aber trotzdem ein Signal hier. Und das klingt einfach so flach. Ja, locker mit dem Pinpointer rankommen müsste. Aha. Ein Ladestreifen. Kommen so die Patronenhülsen rauf. Ja, genau. Na, mal gucken, ob dazu noch irgendwas anderes hier liegt. So, das nächste Signal ist auf keinen Fall eine Patronenhülse. Das ist der Leitwert nämlich zu hoch. Oh Gott. Aha, doch, es ist doch eine Patronenhülse. Aber ein Kaliber größer, würde ich mal sagen. Da sieht man auch eine 42 drauf. Heißt 1942 gemacht. Und könnte BMG sein, denke ich. Also Browning Machine Gun. Von der Größe her ungefähr, schätze ich. Ja, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin da nicht so der Fachmann für. Aber wie auch immer, hier seht ihr sie. Nächstes Signal. Wir haben die Wildschweine schon ein bisschen vorgebuddelt. Das ist nett von denen. Okay. Aha, noch ein Ladestreifen.
Der zweite für heute. Ah, hier scheint noch was zu sein. Mal gucken, wo. Na, und noch eine Patronenhülse. Dann können wir auch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Ich denke mal, die können dann so da reinkommen. Ja, müsste passen. Boah. So ungefähr. Und dann 4 Stück davon. Und so sieht das dann aus. So, guckt euch das mal an hier. Tada! Ja, das ist eine Flakpatronenhülse. Also Flugabwehrkanone. Ja, ziemlich geil. Die ist auch noch richtig schön rund. Und die darf ich auch mitnehmen, weil vorne kein Geschoss mehr drin ist. Ja, wie viel ist das? 2 cm, glaube ich. 2 cm Flak. Cool, ey. Hier zum Ende hin doch noch was Geiles gefunden. Das ist doch schön. Jo, schöner Leitwert eigentlich. Ziemlich hoch. So. Oh ja. Da ist doch noch eine. Cool. Ich finde die Dinger echt gerne. Also jetzt mittlerweile habe ich genug, aber an sich finde ich die ziemlich cool. Weil die sind halt einfach mal größer als manche Pistole. Ja Leute, wir sind zurück am Müllloch vom letzten Video. Wenn ihr es nicht geguckt habt, dann schaut gerne rein, denn hier habe ich richtig, richtig viele Münzen und Medaillen unter anderem gefunden. Und ja, es war schon dunkel gewesen dann im letzten Video und deshalb habe ich abgebrochen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob hier noch irgendwie was im Umkreis liegt oder vielleicht sogar noch direkt in dem Müllloch. Weil so gründlich war ich wahrscheinlich auch nicht. Deswegen mal gucken, was noch so hier rumliegt. So, ich werde mal die Reaktionszeit auf 4 stellen. Damit ich die Signale, die dicht aneinander liegen, auch besser kriegen kann. Da zum Beispiel. Das habe ich dann einfach komplett liegen lassen hier. Da. Ein kleiner Knopf. Ja, na, wie gesagt, hier wird noch ein bisschen was liegen. Da auch noch. Knopf, Erster Weltkrieg mit der Krone drauf. Davon waren ja auch bestimmt 30 Stück drin. Also richtig, richtig krass, was hier wohl war. So, müssen wir einfach mal noch ein bisschen buddeln hier. Eine Münze. 10 reicht ja nicht. Kaiserreich wahrscheinlich. Kommt auch weg. So, ich habe doch gewusst, dass hier noch was liegt. Okay, und dann schalte ich euch mal dazu, wenn ich noch was Spannendes finde hier. So, hier irgendwo soll noch ein gutes Signal sein. Zwischen ganz vielen. Ah, noch ein Knopf. Zwischen ganz vielen Müllsignalen, ja. Hier, nochmal ein Erster Weltkriegsknopf mit Krone. Ja, ich finde die einfach schön, die Teile. Kann man wirklich nichts sagen gegen. So, ich werde jetzt nochmal richtig schön viel da drüber buddeln, weil dort keine Signale sind. Und dann gucke ich nochmal ganz genau, ob da nicht doch noch Münzen oder so dazwischen sind. Ja, mal gucken. Also, ich hol euch wieder ran, wenn ich hier ein bisschen fertig gebuddelt habe. Also hier war schon mal nichts drin. Dann buddel ich jetzt einfach noch ein bisschen nach dort. So, nächster Versuch. Boah, das ist anstrengend. Ja, eine Münze. Und zwar 5 reicht, finde ich. Ja, naja. Das ist doch schon mal okay. Gucken, ob hier noch was liegt. Ja, zumindest sind hier noch ein paar Signale. Knopf noch. Hemdknopf. Nichts Besonderes. Und ja.
scheint es erstmal gewesen zu sein, oder? Hier noch vielleicht ein bisschen Schrott. Nee, ja, noch eine Münze. Ja, 10 reicht ja nicht, schätze ich. Ja, müssten sein. Okay. Gut, na immerhin. 2 Münzen. Hier ist sogar noch ein Signal. Na? Wo versteckst du dich? Na los. Haha. Noch eine Münze. Aber ziemlich vergammelt schon. Ah, egal. Immerhin Münzen. Das freut mich. So, jetzt sogar noch ein Signal. Ach, oh ja. Ah, das hat sich doch schon wieder dicke gelohnt. 1,5 Mark von 1906 in Silber. Ah, das ist schön. Das ist schön. Das hat sich wirklich nochmal gelohnt, herzufahren. Unglaublich. Guckt euch einfach an, wie Silber das wird, wenn man darüber wischt. Total cool. So, ja, das wäre dann auch schon die 2. Silbermünze aus diesem Loch. Wer sagt denn, dass hier noch nicht noch eine 3. rumliegt? Irgendwo. Vielleicht in diesem Haufen. Was ist das hier? Oh, ein Nähhut. Warum hatte denn der so ein schlechtes Signal? Oh, geht eigentlich. Cool, ein Nähhut. Was hier nicht alles drin liegt. Mann, Mann, Mann. So, ich glaube, das war's mit dem Loch. Also, ich glaube, jetzt ist auch nichts mehr zu holen hier. Deswegen mache ich das jetzt alles wieder zu. Und gucken wir uns einfach hier noch ein bisschen um, bis es dunkel ist. Und dann war's das auch schon. So, das war's auch schon mit dem heutigen Sonnetag. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder zum Sonnen geht. Ich hoffe, ihr habt auch so genauso Lust. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Also, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.